Die Mieten steigen überall. Verschiedene Kommunen wie Berlin versuchen durch Mietpreisbremsen und andere Methoden den Anstieg der Mieten und dadurch auch die Verdrängung der angestammten MieterInnen zu verhindern. Wie stellt ihr euch die Neustadt in einigen Jahren vor, wenn ihr an Verdichtung, Verdrängung und an die steigenden Mieten denkt? Ach ja, die Partei. Ja, also gegen steigende Mietpreise helfen sinkende Ansprüche. Nicht umsonst haben wir jetzt auf der Vonovia-Demo geworben, mit Sozialwohnungen brauchen keine Fenster. Das kann dann natürlich so weit gehen, dass Vermieter ihre Wohnungen gar nicht mehr losbekommen, außer sie mauern die Fenster zu. Weiter geht's mit den freien Bürgern. Wie ich mir die Neustadt vorstelle, ich hoffe, dass sie nicht weiter zum Luxusgebiet wird und nur noch Wohngebiet und diesen Charme des Szeneviertels verliert. Ich denke, dass wir für die Neustadt oder auch für andere Stadtteile eventuell eine Milieuschutzordnung brauchen, damit wir Investoren nicht mehr Luxus sanieren können oder beliebig Wohnungen verkleinern, vergrößern, sondern dass die Struktur hier im Stadtgebiet bleibt und damit auch der Wohlfühlfaktor in so einem Stadtteil da bleibt, weil ich denke, das ist sehr wichtig. Und zweitens denke ich, dass wenn wir, wenn Leute Wohnungen bauen hier, dass wir sie durchaus dazu verpflichten sollten, dass wir dort 20% bezahlbaren Wohnraum drin haben. Ich mag den Begriff Sozialwohnung nicht wirklich, weil wenn 100.000 Leute in Dresden Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, dann ist das jetzt keine Sozialleistung mehr, sondern das ist etwas, was tatsächlich jeder hier braucht, um zu leben, um diese Stadt lebenswichtig zu machen. Genau, das ist mein Standpunkt dazu. Okay, kannst du die blaue Platte wie auf Fußbaden oder zumindest weit weg schon durchschmeißen? Genau. Vielen Dank. So, dann kommt nach Ihnen die SPD dran. Ja, unser Konzept, nicht nur für die Neustadt, sondern insgesamt für die Stadt, lässt sich eigentlich mit den drei Schlagworten Bauen, Kaufen, Deckeln ganz gut zusammenfassen. Wir wollen zum einen 2500 Wohnungen mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, der WID, in den nächsten 5 Jahren bauen. Wir wollen aber auch, wenn private Investoren bauen, sie dazu verpflichten, dass 30% dieser Wohnungen für bezahlbares Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Bezahlbar heißt für uns maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter Netto-Kaltmiete. Das ist genau der Preis, der maximal für Menschen im Sozialleistungsbezug vom Amt übernommen wird. Ich nehme dann auch schon mal die Zeitkarte. Der zweite Punkt kaufen bedeutet, wir wollen eine aktive Grundstückspolitik machen. Die Stadt muss Grundstücke kaufen von privaten Investoren, egal ob bebaute oder unbebaute, damit wir wieder Platz in dieser Stadt haben, vor allem für den Wohnraum, aber auch für Kitas, für Schulen, für Parks und andere Gemeinbedarfsflächen. Und der dritte Punkt deckeln heißt für uns, wir müssen nicht bloß neuen Wohnraum schaffen, sondern wir müssen auch die aktuelle Mietpreisentwicklung im Blick behalten und gucken, dass wir die begrenzen. Dafür gibt es mehrere Varianten, manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Die Mietpreisbremse gehört eigentlich inzwischen zum guten Ton, auch wenn das CDU-geführte Innenministerium sich immer noch nicht dazu durchringen konnte, sie für Dresden einzusetzen, obwohl wir schon mehrfach den Antrag gestellt haben. Eigentlich schwebt uns aber vor, und das macht die Berliner SPD gerade mit einem eigenen Antrag sehr gut für Berlin vor, auf Landesebene ein Gesetz zu beschließen, was für Dresden und Leipzig die Mietpreise für 5 Jahre lang einfriert und eben gar keine Mietpreissteigerungen mehr erlaubt, bis sich der Wohnungsmarkt eben tatsächlich wieder entspannt hat. Bis ja auch noch nicht geklappt. So, nach der SPD kommt die FDP dran und die FDP dran. Vielen Dank. Das erste Motto zu dem Thema ist Bauland in Bürgerhand. Wir wollen sozusagen wieder mehr Bauland ausweisen und das sozusagen auch den Bürgern, die bauen wollen, sozusagen zur Verfügung stellen. Das entspannt dann auf der nächsten Seite, nämlich den Mietwohnungsmarkt. Das nächste Konzept ist Verkürzung der Genehmigungszeiten. Sozusagen nicht immer den Investor als Feind darstellen, sondern den Investor proaktiv in sein Genehmigungsverfahren. Und das dritte Konzept ist an sich bauen, bauen, bauen. Und gerne eben halt auch mit einem
mit entsprechenden mietpreisgedämpften Anteilen am Wohnungsmix. So, da haben wir eine Frage von der SPD. Ja, mich würde interessieren, wo das Bauland ausgewiesen werden soll, das Neue. Erlaubt das Beste. Naja, aber an Stadträndern gibt es ja schon noch. Beide. Ich könnte vorne nicht überlassen. Bitte. Dann haben wir die Partei. Nein, die Piraten, so. Das ist ja auch Piratenpartei. Also, konkret für die Neustadt, Milieuschutzsatzung, wurde schon gesagt, einführen. Und dann, die Piraten haben schon ihr Wahlprogramm zum Teil im letzten Sommer aufgeschrieben. Bei uns heißt es partizipatives Baulandmodell. Hier heißt es jetzt ganz aktuell kooperatives Baulandmodell. Das bedeutet, dass also, wenn Investoren kommen, dass sie auch für sozialen Wohnraum, aber auch, wenn es dann passt, für die sogenannte Wohnraum-Umfeldentwicklungsfolgebebauung oder so aufkommen. Also wenn irgendwo 400 Wohnungen ja hinkommen, brauche ich eine Haltestelle, brauche ich eine Kita, brauche ich einen Spielplatz, brauche ich alles Mögliche, eine Halfpipe zum Beispiel oder einen öffentlichen Pizzabackofen zum Beispiel. Und das kann man dann darüber finanzieren. Und das kann mit Investoren sogar wirklich viel schneller gehen, wenn man nur mit denen normal redet. Man muss die nicht machen lassen, was sie wollen. Mikrowellen für alle. Dann geht's weiter mit der Linken. Ja, die Frage ist ja ganz klar, wem gehört die Stadt oder in dem Fall, wem gehört das Viertel? Und das ist ganz klar den Leuten, die hier wohnen. Und da müssen wir eben auch gucken, dass es wirklich für alle gilt. Das heißt, nicht nur für die, die es sich leisten können. Die Milieuschutzsatzung wurde schon angesprochen, damit wir überhöhte Mietpreise verhindern können. Ansonsten wollen wir alternative Wohnformen stärken, das heißt, dass auch Jung und Alt zusammen wohnen zum Beispiel. Und ich würde sagen, Berlin hat es vorgemacht und ich komme aus der Linksjugend und unsere Forderungen sind vielleicht manchmal noch ein bisschen radikaler als das, was die Partei möchte. Wir haben hier so tolle Aufkleber, da steht Vonovia und Co. enteignen und damit gebe ich weiter. An die CDU. Eine Nachfrage, sorry. Wo schafft denn das neue Wohnungen, wenn wir Sachen enteignen? Das schafft nicht direkt neuen Wohnraum, aber die Stadt kann sozusagen den Wohnraum besser verteilen und das machen nicht die Investoren und die großen Unternehmen. Dann keine Zuschauerfragen. Ich muss sagen, wir haben definitiv die radikaleren Ideen, weil ich will die Bonobo ja nochmal verkaufen. Aber jetzt ist die CDU. Also das Thema Wohnraum und die Lösung des Wohnungsproblems ist extrem kompliziert und intern. Unsere Hauptlinie ist Bauen, 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 Bauen und Bauen. Ob das dann Raum für alternative Wohnkonzepte ist oder anderes oder für Einzelbürger, das ist uns egal. Die Sache ist, es fehlen 40.000 Wohneinheiten in dieser Stadt. Das sind 2.400 in den nächsten 4 Jahren ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die Stadt selbst kann dieses Geld nicht aufbringen. Wir müssen Investoren in diese Stadt holen. Und wir müssen auch andere Dinge auf Gesamtstadtebene betrachten. Bauen wir ein sekundäres Zentrum am Stadtrat, am Stadtrand, bauen wir den ÖPNV in die umliegenden Orte aus, bauen wir den und so weiter und so fort. Und wenn die Neustadt hingehört, die hier wohnen, wäre, glaube ich, ein Großteil nicht hier. Ich glaube, wir nicht unbedingt nur in der Neustadt. So, dann geht es weiter mit der Grünen. Gebaut, gebaut, gebaut wird auf jeden Fall schon, auch in den letzten Jahren. Die Frage ist was. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt eine neue städtische Wohnungsgesellschaft gegründet haben und auch wieder selbst bauen als Stadt und vor allem den Investoren im Privaten bis zu 30% mietpreisgebundenen Wohnraum auferlegen, also ein Stück weit sozialen Wohnraum damit schaffen. Aber wenn man sich die Neustadt anguckt, ist sie natürlich schon sehr dicht bebaut und es gibt nicht mehr so viel Platz.
Deswegen ist für uns Grüne ganz wichtig auch das Globus-Areal. Wir kämpfen seit Jahren dagegen, sagen auch jetzt, wo ein Ausweichstandort erstmals in greifbarer Nähe ist, wir haben eine riesige Chance auf diesem Areal. Wir können gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung betreiben, ein großes, modernes Quartier statt durchdenken und vielleicht auch mal neue Dinge in Dresden ausprobieren, zum Beispiel Standorte für Tiny Houses, für kleines ökologisches Wohnen, Urban Gardening und halt auch neue Räume für kreative und für sozialen Wohnraum.